Das ist Lara. Sie möchte Lehrerin werden. Doch wo genau sie studieren möchte, das weiß sie noch nicht. Lara, wie wäre es denn mit Halle Saale? Halle an der Saale? Mal gucken. Das ist die Martin-Luther-Universität mit über 20.000 Studierenden. Lara, was willst du denn jetzt für eine Schulform studieren? Hast du dich endlich entschieden? Ja, nee, eigentlich gar nicht. In Halle kannst du alle 4 Lehrämter studieren. Grund-, Förder-, Sekundarschule und Gymnasium. Und für alle Schulformen werden fast alle Schulfächer angeboten. Also könnte ich auch Kunst mit Geografie studieren? Genau. Oder Sozialkunde mit Latein? Ja. Englisch mit Informatik? Mhm. Oder Sport mit Philosophie? Ja. In den Lehrämtern an Sekundarschulen und Gymnasien sind fast alle Fächerkombinationen möglich. Also kann ich in Halle alles studieren? Lara, erfüllst du überhaupt die Voraussetzungen? Ja, ich denke schon. Mal gucken. Sport und Musik und Kunst haben eine Eignungsprüfung. Das ist logisch. Aber brauche ich so ein, wie heißt das für die Stimme? Phoniatrisches Gutachten. Ja, genau das. Nein, du brauchst kein phoniatrisches Gutachten. Aber du könntest das Angebot des Zentrums für Lehrerinnenbildung in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Stimmcheck durchführen lassen. Ich habe gehört, das soll sogar Spaß machen. Ja, cool. Was kann ich denn noch so in Halle machen? Ergänzungsfächer wären zum Beispiel Astronomie, Deutsch als Zweitsprache und Medienbildung. Und dann gibt es noch ganz viele zusätzliche Kurse, zum Beispiel zum Thema Autismus oder der Kurs Arabisch im Klassenzimmer. Und wann bist du dann überhaupt fertig mit dem Studium? Ich habe da noch nicht mal angefangen zu studieren. Aber wie lange brauche ich denn? In 8 bzw. 9 Semestern wäre bereits ein Abschluss möglich. Und da habe ich genug Praxiserfahrung gesammelt. Klar. Bereits am Ende des 1. Semesters steht das Beobachtungspraktikum an. Dann folgen die schulpraktischen Übungen. Später die Schulpraktika, bei denen du insgesamt 8 Wochen unterrichtest. Cool. Was kann ich da noch so Praktisches machen? Auslandssemester, zum Beispiel in Spanien, Schweden oder in Südamerika. Okay, das klingt wirklich spannend. Ich glaube, das mache ich. Außerdem gibt es eine Lernwerkstatt mit vielen Veranstaltungen und ein digitales Lernlabor im ZLB zur freien Nutzung. Ja, mega. Lara, was hast du dann für einen Abschluss? Ist das dann so ein Bachelor-Master-Abschluss? Mal gucken. Also es ist modularisiert. Aber mit dem Abschluss eines Staatsexamens. Also muss ich keine Bachelorarbeit schreiben. Genau. Und mit diesem Abschluss kannst du bundesweit als Lehrerin arbeiten. Lara, kommst du? Das Essen ist fertig. Ja, ich glaube, ich könnte in eine WG ziehen. Studentenwohnheime gibt es ja auch. 7 Mensen, 220 Sportkurse. Dann kann ich meinen Sport ja sogar weitermachen. Lara, jetzt komm doch. Ja. Wenn deine Eltern oder du noch weitere Fragen zum Studium in Halle haben, dann schaut doch auf der Seite des Zentrums für Lehrerinnenbildung vorbei. Dort bekommt ihr alle Informationen und findet AnsprechpartnerInnen, die euch weiterhelfen. www.zlb.uni-halle.de. Bis bald!